Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von einer weiteren Blaze Black 2 Runde. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben und sollten jetzt noch die zwei Trainer hier unten klatschen. Die Wüste haben wir komplett eigentlich ausgelassen, bis auf die Encounter. Ist es wohl ein guter Lead hier oder nicht? Wir werden es gleich erfahren, Freunde. Ne? Also gut, fangen wir an. Die ist schon mal nicht zum Kämpfen geeignet. Du, mein Freund? Oder kämpfst du nur in der Nacht? Nö, dann haben wir nur noch den kleinen Kerl. Zum Besiegen ist auch kein Problem. Ich baue mir unterdessen eine kleine Zigarette, ne? Ist mir eigentlich egal, weil dafür muss ich mich nicht konzentrieren. Außer für Arena leider. Guckt euch das an, Kampf gegen Kampf. Jetzt komme ich hier mal mit Aerial Ace und dann ist es sowieso vorbei. Ne? Was war das? Sucker Punch oder wie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Aerial Ace und das Ding ist weg, ne? Ganz gemütlich in die nächste Umlaufbahn geprügelt. So. Was würden wir denn als nächstes machen? Ein Terrybug verprügeln. Und zwar mit Brick Break. Ist der Main Step. Na, ich hoffe. Das sollte auf jeden Fall Damage ziehen. Ja, super effektiv. So muss das. Und so clearen wir das. Auf jeden Fall. So. Und damit haben wir den guten Herrn besiegt, bevor wir auch nur zu irgendwas kamen. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. Mal schauen. Jetzt wird's lustig. Denn wir kommen hier in die Meile rein. Unsere eigene Meile, um genau zu sein. Auf Deutsch wäre das noch um einiges interessanter, denn der erzählt uns jetzt, dass das Ganze uns gehören kann, wenn wir natürlich auf das Zeug aufpassen und so. Und ja, das können wir natürlich. Und wir können jetzt sogar einen Namen für unser Gebäude oder für unsere Gastromeile, wie sie hier heißt, ja, uns erfinden. Und ich würde sagen, wir sind Team Omega. Omega Alpha Delta oder so. Nee. Omega. Wir sind auf jeden Fall aus Oras. Und wir müssen uns bemerkbar machen. Warning. The wards you are about to enter may be sent to other players. Aha. Ach so, du erzählst es einfach weiter. Ja, gut, hier, dann erzähl weiter, dass wir immer noch Omega sind. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hätten wir vielleicht vorhin was anderes sagen müssen. So, keine Ahnung. Ihr nennt uns einfach allgemein Omega, Omega. Ja, Mr. Omega oder Mrs. Omega. Jo. Ist auf jeden Fall einfach zu merken. Wenn ihr das vergesst, seid ihr ziemlich dumm. Eigentlich ist es ziemlich cool. What is your title? Wie soll ich sagen? Ich würde sagen, mein eigener Titel ist... Ich bin ja nicht anspruchsvoll, deswegen würde ich einfach sagen... Ja. Leader oder so? Leader Gear oder so? Keine Ahnung. Leader. Teamleader oder so. Mal schauen. Können wir endlich durch? Ich brauche bitteschön zum einen mal den Cheat aus hier. Sorry, dass da gerade kein Ton mehr ist. Aber ich habe keinen Bock hier wieder irgend auf rumspacken. Nur weil ich hier gerade meine Pokémon umswitchen möchte. So, wir speichern hier noch gerade. Denn wir müssen Magnetilo ablegen. Und gucken, was wir mitnehmen. Auch unser Team ist irgendwie zwar cool, aber irgendwie noch voller Schwächen. Es geht so gar nicht. Move. Yo. Ich glaube, ein Reptane wäre gar nicht so scheiße.
Was ist das denn bitte? Oh, nö, oder? Das war jetzt klar. Genau deswegen habe ich gespeichert, Freunde. Genau deswegen. Tja, soll mir noch einer sagen, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Der kennt mich nicht. So, nochmal. Wir sind ja zum Glück schnell drinne. Hallöchen, Spring. Yo, Spring hier. Definitiv. Jetzt sollte es eigentlich gehen, weil ich habe keine Cheats mehr aktiviert. Ja. Darf ich? Ja, ich darf. Furin Cutter Race Speed Overheld Item is used. Ah, what? Hat das Ding Entlastung? Dass es den Speed erhöht, wenn ein Item verschwindet? What? Ist das heftig? Und was ist das eine für ein Wesen und so? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Minus Speed Wesen. Ja gut, das kann es dann echt brauchen. Und es ist ein spezieller Attacker. Nicht dein Ernst. Levitate. Aha. Ja gut, mein Freund. Move hier. Du musst nicht mal trainiert werden, groß. So. Ein weiteres Legi. So. Und ich weiß, dass wir jetzt ganz fies sind, aber eigentlich können wir dem ein gutes Ding geben. Wie heißt es nochmal? Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Ihr Item, ne? Ja, ich gebe das Ihnen jetzt noch nicht. Wir haben in dieser Folge sowieso alles andere als Kämpfen im Sinn. Hauptsache, wir kommen weiter. Darf ich mal? Aufmachen. So. Delta. Darf höchstens noch das hier kriegen. Das habt ihr jetzt noch nie zugesehen. Also bei Raw Candy schon, aber ihr werdet es gleich sehen. Weil die hier haben ja besondere auch EV-Verteilung, deswegen ja, mache ich das hier auch. Definitiv einfach mal kurz schnell ein wenig erhöhen. So. Protein braucht es nicht. Ich glaube, der ist sowieso voll auf Spezialattacks aus der gute oder die gute Latiosin. So, das sind wir wirklich schon durch. Schade. Die Defense noch ein wenig erhöhen, wenn wir das schon können. Ne. Dann ist es auch erledigt. Dann gehen wir noch zu Zink. Yeah. Jetzt interessiert mich dann noch der Spezialangriffswert von diesem guten Ding. Calcium. Und das war's. Habe ich übrigens auch mit den anderen gemacht. Nur so am Rande. Sonst bringt es ja nichts. So. Wie sieht es denn jetzt aus? Okay. Sehr bulky. Oh nö, du hast ein Minus-Spezialangriffswesen gehabt. Oh Mann. Schade, 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 Freunde. Aber ist egal. So sind wir nicht ganz so OP. Seht ihr, selbst sowas, normalerweise akzeptiere ich sowas nicht in meinem Team. Eine Angriffsschwäche oder so, oder, also ja. Wenn man in der Scheiße schwach ist, wo man eigentlich braucht. Ja, dort gibt es einen gefährlichen Doppelkampf, den werde ich nicht starten momentan. Wir gehen in dieser Folge eher Pokémon wieder, wie soll ich sagen, einfangen. Nö, bitte nicht. Bitte nicht. Sei lieb. Bitte. Fly. Da werde ich jetzt ziemlich geil drauf sein. Auf Fliegen.
weil das ist ein Move, den man auf jeden Fall gebrauchen kann. Vor allem Dingen hier. Ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, der hat 100-100 und das ist nicht mal im Originalspiel so. Soweit ich gesehen habe zumindest. Ja, jetzt möchte er uns, oder sie, besser gesagt, ja komm, wir folgen mal. Das ist dann noch ein Zusatz-Encounter. Oh, und mein Faxo, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wir werden sogar noch beschenkt. Ja, gut. Das nehmen wir natürlich gerne an. Ne? Nur... Das ist wirklich ein Manfaxo. Ein männliches sogar. Ja gut, ich mache ein Relaxo. Yay! Ja, Pokéball. Eigentlich sollte ich auch Rapid Ball alles regeln, aber man weiß ja nicht. Ich drücke auch AB. Er ist direkt instant ausgebrochen. Oh Mann. Ist ja klar. Jetzt hortet der. Alles klar. Voll deiner Meinung. Dann gibt's einfach mal einen Meisterball auf die Fräs. Da ich da nicht wirklich lange spielen möchte. Sondern einfach die Pokémon einfangen, die mir sowieso zugestehen. Ne? Oder zugestanden sind. So. Neuer Eintrag. Big Eater Pokémon. Aha. So. Und ich weiß genau, wie ich dich nenne. Genau. Und zwar nicht Großmal oder so, aber Fressbacke, falls es reinpasst. Fressbacke. Bitte pass rein. Fressbacke. Yeah, passt sogar perfekt rein. Fressbacke. Außer man schreibt es ohne CK. Ich habe es jetzt einfach mal mit CK geschrieben. Die Backe. Backe, Backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Yo. Yeah, Mann. Und was kriegen... Ist halt scheiße, weil es kein Shiny ist jetzt. Aber das kann man nicht sonst encountern. So. Supi. Ja. Fungus. Darf ich nicht meins einfangen? Haben wir schon. Es tut mir leid. Es tut mir sowas von leid. Und vor allem Ding, ja. Müssen wir den Cheat wieder einsetzen? Sonst funktioniert da wieder mal gar nichts. Ihr kennt das Prozedere, ja. Wahrscheinlich werde ich dann gleich auf Reset klicken, nachdem ich alle Pokémon gefangen habe. Ansonsten, ja, denke ich mir, werden wir nur enttäuscht. Wie schon? Nö, das darf ich nicht mal einfangen. Nein, es ist eine Entwicklung. Oder ist es schon auf Level 24 fangbar? Ist es fangbar? Weil wenn ich es fangen darf, dann, ja, dann darf ich es fangen. Aber es muss obligatorisch entwickelbar sein. Aber ich denke, das ist erst später der Fall. Wie Schu Pokémon, wisst ihr, ich gucke da gerade mal schnell nach. So, das ist jetzt wichtig, weil ich habe Wie Schu sonst nie eingefangen. So, Wie Schu, komm mal. Aha. Aber irgendwie steht da nichts von Entwicklung und so. Auf jeden Fall nicht auf der Poké-Wiki-Seite. Super. Ist wieder mal ganz toll. So, dann gehen wir auf Bisa-Fans, bitte. Bisa-Fans. Dankeschön. Wäre so eine nice Scheiße. Hallo, ich möchte Wie Schu, Mann. Bisa-Fans. Wie Schu oder so. Ja, danke. Immerhin, du findest es jetzt. Dummes Ding, ja. Meine Herren. So, wann entwickelt es sich? Level 50, deine Mutter. Deine Mutter, geh weg. Du solltest dich erst Level 50 weiterentwickeln. Vorher gar nicht. Tülle.
Ja, super, und jetzt habe ich den Cheat nicht eingesetzt. Jetzt kommt ein Sieper, was ich sowieso möchte, ne? Ein Sidra King, wer möchte das nicht? Und jetzt kommt bei mir eins ohne Shiny. Na, verdammte Kacke. Also, falls jetzt jemand kommt, du darfst ja dann meinen Faxo nicht einsetzen, da du ja Shiny Randomizer möchtest. Euch jetzt schon mal aufgefallen, dass Shinies allgemein, also die Mumfax und Relaxo Reihe praktisch gleich aussehen, aber nur so eine Nebensache, ne? Balls, ich probiere wie gesagt immer mit diesem Ball hier, wenn es nicht funktioniert, tut's mir leid. Und der muss man ja ganz am Anfang einsetzen, sonst hat er ja gar keinen Sinn. Seht ihr? Gotcha, Hunter, was Gatsch, außer ich würde das falsche Bällchen einsetzen, aber ich denke mal nicht. Ja, wir haben jetzt hier Zagana, also ne, Alabis bekommen. Wie soll ich die nennen? Der ist jetzt ein Großmaul. Der ist ein Großmaul, definitiv. Großmaul bitte einmal eingeben. Großmaul. Yeah. Supi. So. Das läuft bei uns. So, bitte der nächste. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? So. Das war's. Was können wir hier noch machen? Wir haben jetzt nur noch, glaube ich, eine einzige Sache, die wir machen können, und die ist da drüben. Soweit mir ist, gerade noch, momentan. Und da können jetzt noch zwei Kämpfe anstehen. Allerdings. Und Moment, die. Ja. Ein Calmind klicken. Dankeschön. Delta. Bitte erlerne Calmind. Das Dragon Breath. Okay. Eine spezielle Art. Kann man mal lassen. Weil Dragon Claw bringt bei dem nichts. Ja. Was machen wir da? Ich denke mal ein Donnerbolt oder so, aber wir haben ziemlich schon viele Pokémon mit Donnerblitz. Aber uns fehlt gerade eins. Deswegen Helping Hand weg. Auch wenn das ziemlich für Doppelkämpfe nützlich sein kann. Aber ansonsten, ne. Ja, da haben wir jetzt noch eine Psycho-Attacke. Und zwar eine spezielle Move-Attacke für die speziellen Angreifer. So. Das war's. Jetzt machen wir das eigentlich nur noch so. Gehen hier rauf, PP Max, oder? Supi. Aber gibt's nicht eins, wo alles wieder hielt? Supi. Nice. Ach so. Ja gut, PP Max. Brauchen wir natürlich Donnerbolt, Calmind, Dragon Breath und Psychokinese. Ja, Psyche. Mal schauen, wie das so ausgehen wird. Jetzt. Und trainiert ohne irgendwas. Er hat ja keine EVs dazu bekommen. Nur so, wie er gerade hier im Buche steht, kommt er jetzt. Und möchte mal glänzen, unser Latias. Ne? Immerhin kommt da was noch in Gange, bevor die 20 Minuten um sind. So. Dick da. Na? Bist du ready, um deinem Tod zu entkommen? Ich hoffe, Dragon Breath. Zum Glück. Ja, gut, Tiefschlag. Super effektiv, aber. Wie du siehst, kein Problem für uns. Selbst mit einem Spezialangriffs-Minuswesen. Gut, dann setze ich jetzt Calmind ein, weil, ja. Du setzt jetzt Sucker Punch ein. Ich nicht. Tja, siehst du? Das ist der Unterschied. Und jetzt Dragon Breath.
Ach, verdammt. Nein, also besiegen tust du mich nicht, aber ich hätte gerne den Schaden abgefangen. Du hast nur noch dreimal den Sucker Punch. Noch zweimal jetzt. So. Da du mich sowieso nicht treffst oder treffen wirst, weil ich jetzt deine gesamten Tiefschläge ausdollen werde, egal wie, Call Minden oder Healen, das spielt jetzt echt keine Rolle. Nur noch ein Sucker Punch hast du, scheiße, ne? Und jetzt darf ich nämlich anfangen und ich bin voll geboostet mit meinem Delta. Naja, wer wird gewinnen? Ich bin gespannt. Was? Match Bomb, wenn ich Levitate habe? Bist du irgendwie gestört im Kopf? Ich glaube schon, ne? Tja, so viel dazu. Ja, und der nächste Kampf wird auch nicht auf sich warten. Wir klären die Scheiße mal wohl noch in diesem Part, in dieser Seite. Sofern jetzt nicht gerade, weiß nicht der Geier, was kommt. Ich hätte da eine Idee. Aber ich weiß nicht. Ja, Lukas. Weil, wie ihr seht, ist es ein Griffel normal und Kampf haut sehr gut rein. Deswegen hauen wir jetzt mal Lukas in den Kampf. Wer ist? Sternschauer, dein Ernst? Okay. Kein Problem, Break Break. Mein Freund, der Lukas, der haut dich ordentlich in die nächste Tonne. Supi. Ganz geil. Aber dass das jetzt nicht gereicht hat, war ein wenig traurig. Definitiv. Was? Ach, weil der Angriff geschwächt wurde. Mann. Ja gut, immerhin. Dodu gegen dich, ne. Bin ich mehr zu frei und setz Delta wieder ein. Weil ich meine, das Level Up bekommst du so oder so, Lukas. Von daher bin ich schon sehr froh drum. Rage? Dein Ernst? Okay. Von mir aus. Donnerblitz. Oder Dönerblitz, bitte einmal rein grätschen in die Sache. Dankeschön. Und so kriegt man jetzt auch noch ein Level Up geschenkt. Draco. Dass du noch so ein schwaches Ding hast, ist lächerlich. Du bist immerhin auf fast auf 30. Aber du bist paralysiert jetzt. Scratch. Aha. Angriff zu senken. Oder nö, Defensive zu senken. Ja, gut. Kann schon gut kommen, aber nicht mit einem solchen paralysierten. Ja. Waldgecko könnte man sagen. Ambipom. Aha. Darf ich mal schauen, wie stark mein Psychokinese an dir ist? Ich weiß ja nicht. Aber ich denke, die Psychokinese wird ordentlich reinhauen. Und wenn ich jetzt ihn gewesen wäre, hätte ich auf Mogelhieb geklickt und dann auf Abschlag oder so. Aber okay. Du hättest uns dafür sonst fast in die ewigen Jahrgründe geschickt. Deswegen, Psychokinese, schick ihn ins nächste Nirvana und beende das bitte. Dankeschön. Ja, Duplexieb war ordentlich scheiße. Aber gut. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Können uns healen. Und ja. Wir wechseln mal aus. Mal schauen, wer noch sowas braucht wie Training. Und das ist, glaube ich, Jinjuchun. So. Heilige Mutter Maria. Und das war ein Lecky, ne? Ein fucking Lecky, was fast von einem Ambideffel gebumst wurde, ne? Nur so am Rande. Ach, ne. Ja, gut, wie gesagt, wir klären hier etwa alles direkt in diesem Part. Also, hier auf dieser Seite zumindest. So, Backpacker. Ja, das ist nicht gerade schlecht, aber wie gesagt, ein Wassertyp. Zum Glück bist du ein Plinfer. Aber wie stark du bist, Plinfer, kann ich dich mit einem Earthquake ausnehmen? Eigentlich schon, du bist ein Plinfer.
Wenn nicht, dann bin ich traurig. Ja, das hat gereicht. Beim Pleeprin wäre es wahrscheinlich nicht so gegangen. Was, du hast die ganze Reihe oder wie? Yo, mein Freund. Du kommst sicher mit Aqua Chat oder so? Nee. Sehe ich nicht ein. Ja gut. I'm a little bit problem. Ein Secret Schwert könnte ich draufhauen. Ist wenigstens resisted. Seine gesamten Moves, auch die Stahl, Metal Claw zum Beispiel. Das hat mir jetzt nicht gerade viel gebracht, hätte ich auch auf dem Guten bleiben können. Aber mal schauen, ob wir ihn burnen können. Ja, wir können instant. Haha, so muss das. Deswegen macht man ja sowas. Und jetzt können wir Secrets burnen. Ja, ist mir eigentlich egal, was möchtest du tun? Das ist ein Staff, Misto-Schwert oder so. Und dann noch Burn. Klar, wenn du mit Bite durchgekommen wärst, hätte ich, egal wie viel ich geboostet gewesen wäre, verloren gehabt. Aber, ne. Also ja, ein Pokémon, aber. Ja, das wollte wohl eben nicht sein. Secret Sword auch bei Kokmara. Ich habe jetzt eigentlich noch mit. Dein Ernst, guck mal da. Eigentlich hätte ich jetzt noch mit, wie heißt es? Empoleon gerechnet, aber nö. Deswegen hätte da ziemlich dann auch das wehgetan. Jetzt muss ich allerdings auswechseln, weil ich nicht aufwache und dann direkt noch paralysiert bin. Jetzt brauche ich nur ein schnelleres Vieh, würde ich sagen. Ja, Urgesang. Ich hoffe, das reicht bei dir. Sonst sehe ich schwarz. Urgesang, tanken, danke. Sonst Superfang, das nimmt die Hälfte weg. Ist kein Problem. Allerdings kannst du einen Psychoschock abhalten? Ich glaube nicht. Tiddle. Bye bye. Nice, Freund. So. Level 27 für Urgesang und Rebellion kriegt auch noch ein wenig Erfahrung. Und ja, jetzt gucken wir uns mal hier weiter um. So. Was? Und das darf ich fangen? Wisst ihr warum? Wir haben Level 20 geklärt und Simsala wird getauscht nur. Wir dürfen den Simsala fangen. Euer wirklicher Shit. Und in dieser Edition kann man das alles ohne. Ich glaube mit Level 36, aber eigentlich wird es getauscht. Was? Das dürfte ich auch bei Geowatz machen oder allem Getauschten. Oh Gott. Dein Ernst? Oder auch bei Nachtara. Also nee, Nachtara nicht und Psyana, aber alles was Blitzer, Flamara, Aquana oder auch ein Arcani dürfte ich fangen, wegen Feuerstein und so. Oh Gott. Ja. Super. Ist es genial, à la Kazam. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon so früh darf. Ein Simsala zu fangen. Ist eines der stärksten, geilsten und heftigsten Psychotypen. Also wenn bei mir mal Urgesang stirbt, wird Alakazam instant reingewechselt. Da gibt's nur einen einzigen wahren Namen. Auch wenn ich ihn jetzt falsch schreibe, ist es der einzige wahre Name. Und zwar, jeder, der jetzt den ersten Buchstaben gesehen hat, sollte es eigentlich wissen. Und zwar Uri Geller. Uri Geller. Heilige Mutter Maria. Auch wenn ich ihn jetzt total falsch schreibe, ist mir egal. Hauptsache Uri Geller möchte was von uns. Ich glaube es nicht. Ich komme gerade nicht drauf klar. Und die hauen mir jetzt gerade noch eine in die Fresse mit Beißer, ne?
Oh, ne. Ich werde nicht mehr. Alakazam. Oh Gott. Habe ich noch Cut? Ah, nö, ich habe Cut nicht mehr. Der einzige, der Cut hatte, war Beißer, ne? Ja, gut. Ja, für heute werde ich noch einen spannenden Doppelkampf einfügen. Und sonst lassen wir das mal heute. Back. Full Restore, bitte. Ich weiß, viel zu over. Heftig und so. Viel zu behindert dafür, aber egal. Ist sowieso alles gecheatet, da, also die Tränke. Da kann ich auch ruhig mal was davon abgeben. So. Supi. Wir nehmen mal Cerberus und Rebellion. Noch ein Level und dann entwickelt sich Cerberus zu Duodino, soweit ich weiß. Wenn nicht, auch egal. Und drum ist übrigens Berndeutsch nur so am Rande. Ich sollte eigentlich sagen, darum. Ah, nö! Ein Käfer! Nein! Ich bin Drache und Unlicht. Das geht gar nicht. So, Flammenwurf. Erstes Mal Volbeat antanzen. So, auswechseln. Direkt in Chinduchun. In etwas, was die gar nicht gut, also gerne haben. Alles andere wäre einfach unsinnig. Flammenwurf, bitte. Bitte viel Damage. Ja. Shockwave. Yes. Dein Ernst? Dein Ernst? Signal. Also, seht ihr? Garantiert. Garantiert, ne? Wie ich doof wäre, ne? Hier, Aerial Ace. So, verrecke. Definitiv. Instant. Gekillt. Hätte ich jetzt nicht gedacht von Chinduchun. Und jetzt Flammenwurf. Weg mit dir. Heilige Mutter Maria. Das war jetzt ein Doppelkampf. Hätte schief gehen können. Mein Cerberus wäre gestorben wegen Signature Beam. Oh Gott. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Hier kann ich jetzt aber trotzdem noch Mumumilk ein wenig abgeben. So. Weil Rebellion kann die letzte Trainerin hier klären. Sonst müssen wir wegen der Kuh in der nächsten Folge nochmal hierher kommen. Wir haben ja noch keine Stärke. Und das ist ja nicht gerade cool. So. Torchic. Tja, was glaubst du wohl? Wer wird gewinnen? Ich denke, der Fall ist klar. Nicht mal ein Jungluke könnte dagegen was anhaben. Ich hätte da ja einen Gekabor genommen, ne? Mein Freund. Und vor allen Dingen hätte ich da schon einen Reptaint draus gemacht. Ja, egal wie man es ansieht. Du bist ein wenig underleveled und nicht gerade so overpowered. Was soll ich da einsetzen? Ich kann nur Scald und versuchen es zu burnen. Ne? Aerial Ace. Aha. Dein Ernst? Ich glaube, es hackt bei dir. So. Zum Glück ist es noch kein Svaroness. Sonst hätten wir ein Problem. Ja gut. Aber dich können wir so killen. Auch wenn wir vom Typ Kampf sind. Scald. Und Burn. Und Burn. Aber du hast der Cutter. Das könnte mich vielleicht killen, wenn der spezielle Angriff hoch wäre von Porenta. Aber, naja. Das ist ja nicht so. Ist ja nicht ein Plauder-Guy, was dann einfach mal eine Schallwelle klickt oder Überschallknall und dann heißt es mal Hasta la vista, mein Freund. Tja, ja. Was ich gerne in Randomizern spiele, ist ein Plauder-Guy mit Dragon, also nö, mit Call Mind und Staffette. Also nicht bei ihm selbst Staffette, aber zum Beispiel jetzt
wie soll ich sagen, irgendwie die Init boosten am besten, ohne Dragon Dance, irgendwie sonst Rock Polish oder so. Dann Staffette reinklatschen, dann zu Plauderguy rüber wechseln, bei ihm Callminden und dann einfach nur noch sweepen. Das ist meine Lieblingstechnik, aber die kann man nicht immer verwenden. Ich speichere jetzt hier noch ab kurz, nehme hier mal die Cheats weg. Sorry, muss ich kurz. So. Sonst haben wir ja hier wieder dasselbe Problem, weil ich muss hier mal kurz nämlich auf Reset klicken gleich. So, sonst haben wir das gleiche Problem wie vorhin, im letzten Part. Und wir müssen dann das sowieso machen, weil der sonst dann nicht mehr reagiert und sagt, oh, komm, du hast gecheatet, du darfst nicht mehr normal weitermachen, ist mir aber egal. Von mir aus bin ich der letzte Cheater für euch oder für andere, aber ich möchte interessante Sachen erleben und nicht irgendwie 0815 Runs, die jeder machen kann. Leftovers sogar dabei? Dein Ernst? Gluttony? Ich weiß zwar nicht, dass das für eine Ability ist. Sehen wir uns kurz mal das an. Seminary. Also, the early use of Hildeberry. Aha. Ist das etwa, die Fähigkeit von Tromborg, wo man, wenn der eine Beere frisst, wird sie wieder hergestellt oder so? Das wäre eine ziemlich geile Fähigkeit mit Leftovers. Und ein Attack-Plus-Wesen, wohl bemerkt. Diese Fressbacke würde ich ganz gerne ins Team nehmen. Und die andere Psychotante rausnehmen. Momentan wieder. Water Whale, was ist denn das? Oder Water Fail. Prevent the Pokémon from getting a burn. Ah, es kann nicht geburnt werden. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, ja, und ein Speedwesen. Ist leider ein physischer Attacker. Scary Fail. Ah, es kann Ice Fang. Boah. Ich glaube, das muss ich mir nochmal überlegen. Shockwave kann das Ding. Magic Guard. The Pokémon only takes them from attacks. Was? Sag jetzt nicht. Nö. Das muss ich jetzt gerade kurz angucken. Sorry, Freunde. Ich bin gerade kurz beschäftigt. Ich muss da mal kurz eingeben. Pokémon. Nö, nicht mehr Wishu, sondern. Magic Guard. Ist es wirklich die Fähigkeit, die ich gerade im Kopf habe? Die Ability? Magieschild! Oh ja, fucking Ernst! Ich krieg einen Simsalam mit Magieschild. Ich hab mir das selbst züchten müssen in Noras. Und hier krieg ich's geschenkt. Willst du mich verarschen? Oh Gott! Ich bin gerade so glücklich. Ja. Guter Moment, mein Freund. Ich würde sagen, Latios, du musst auf die Ersatzbank. Ich werde mir daraus ein neues Team formen. Rock Helmet, du musst jetzt leider verschwinden, besser gesagt, hierhin. Hold Items, ja, nimm's weg hier. Heilige Mutter Maria. Jetzt gefällt's mir. Eindeutig. Ich weiß noch nicht, wem ich den, alles gebe. Ich werde mich da offscreen dran setzen. Also, jetzt gefällt's mir definitiv. Eine Fressbacke. Lukas kann ich eigentlich jetzt diese Rocket Helmet geben hier. Oder Chinduchun, eins von beiden. Item, ne? Give. Wo kam Rock Helmet? Das ist, glaube ich, bei den R. Hab's ja extra so eingerichtet. So. Rock Helmet irgendwo. Rock Target, nö. Rock Claim, nö, nö. Das war absolut falsch, mein Freund. Item, give. So, Rock Gam, nix da. Ich brauche einfach nur das normale Ding.
ey, aber irgendwie ist hier nichts. Ja gut, das heißt, ich muss das wohl wirklich offscreen machen. Ah, hier, Rockhelm. Weil, falls physische Attacken kommen, kann man noch ein wenig Recoil Damage anfangen. So. So. Yes. Switching for the Kitchen oder so. Leftovers haben wir hier drauf. Hier Switch, nö. Ich weiß gar nicht, was ich dort drauf hauen will. Weil, Summonary, wenn ich hier gucke, Scope Linse für Critical Hits. Wildlands, also um besser zu sehen. Leftovers hier, Rock Helmet hier. Mir fehlen noch zwei Items, die ich verbuchen muss. Einmal auf Uri Geller und einmal auf Chinduchun. Was das sein wird, werden wir im nächsten Part sehen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tüdelö!